Was geht, meine Freunde? Kobe Byern ist am Start. Heute mit einem Video über drei NBA-Rookies, auf die ich mich in der kommenden Saison extrem freuen werde. Alle Jungs, die auf die GOAT-Debatte warten oder die 4-Stufen-Videos oder MVP der MVPs. Jungs, glaubt mir, ab nächster Woche wird hier auf dem Kanal wieder alles abgerissen. Ich musste jetzt einfach mal 2-3 Wochen den Kopf freikriegen, um mich neu zu fokussieren, damit auch in der kommenden Saison hier mindestens dreimal die Woche qualitativ hochwertiger Content für euch droppen kann. Deshalb gönnt mir noch dieses Wochenende und danach wird YouTube Deutschland wieder abgerissen. So, aber jetzt zu unserem eigentlichen Video. Ich bin ja gerade im Totalen. Ich freue mich auf die kommende NBA-Saison-Modus. Deshalb dachte ich mir, warum nicht den Jungs mal zeigen, warum ich eigentlich so gehypt bin. Und da macht es natürlich Sinn, erstmal über die jungen Spieler zu sprechen, die ganz jungen, die NBA-Neuankömmlinge oder wie jeder normale Mensch sagen würde, die Rookies. Es gab eine Menge Hype um die diesjährige Draftklasse. Drei Namen sind mir dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Drei Namen, die mich alleine schon so krass auf die NBA-Saison hypen. Nummer 1, Trae Young oder auch Schrödingers Draftpick, denn im Moment gibt es keinen Spieler, bei dem sich die Fans so unsicher sind wie bei Trae Young. Wird er ein Bust oder ein Steal? Wird er ein Steph Curry oder ein Jimmy Fredette? Die Hawks haben hochgepokert, um Young zu bekommen. Anstatt den vermeintlich sicheren Pick in Luka Doncic zu behalten, tradeten sie dessen Talent nach Dallas, um dafür Trae Young zu verpflichten. Damit steht Trae in der kommenden Saison für die Hawks auf dem Parkett und ich kann euch gar nicht sagen, wie krass ich mich darauf freue, dem jungen Mann in seiner Entwicklung zuzugucken. Wie ihr aus den Highlights sehen könnt, gibt es zwei Dinge, die Trae Young nicht besitzt. Erstens ein Gewissen und zweitens ein Limit seines Distanzwurfs. Ich erinnere mich noch, als die Leute vor ein paar Jahren gesagt haben, dass Steph Curry mit seiner Spielweise eine neue Generation von Point Guards produzieren würde und genau hier ist der Beweis. Früher haben wir den Dreier noch wirklich an der Dreierlinie geworfen, aber wenn man sich Trae Young anguckt oder LaMelo Ball, dann sieht man, wie diese weiten Dreier von Steph das Spiel wirklich revolutioniert haben. Das große Problem bei dieser Spielweise ist halt die Abhängigkeit vom Wurf. Trae ist mit seinem Körperbau im Moment noch viel zu schmächtig für die NBA. Er muss unbedingt so schnell es geht Muskeln zunehmen, um in der Verteidigung, aber auch beim Zug zum Korb nicht komplett auseinandergenommen zu werden. Schon im Draft war er unter den ersten 30 Picks der Spieler mit der schlechtesten Quote, was Würfe in Ringnähe angeht. Um in der NBA bestehen zu können, musst du aber beides können, werfen und ziehen. Guckt euch Steph Curry an, in jedem Spiel sieht man ihn mehrfach zum Korb ziehen. Dadurch ist er schwerer auszurechnen und kann seine Würfe besser vorbereiten. Trae Young muss also unbedingt Muskeln auf seinen Körper packen, an seinem Drive zum Korb arbeiten, eine NBA-Offensive führen und weiterhin seine kranken Dreier treffen. Das wird absolut keine leichte Aufgabe, vor allem wenn man so schmale Schultern hat wie Trae. Aber genau deswegen freue ich mich total auf diese Saison. Ich will einfach gucken, wie sich der Junge schlägt. Die NBA kann so brutal zu jungen Spielern sein. Wird er den Alltag eines Profisportlers meistern können? Werden die tiefen Dreier weiterhin fallen? Was sagen die Teammates, wenn der Rookie Point Guard ständig 10 Meter Dreier nimmt? All das wird sich in der Saison zeigen und deshalb bin ich mega gehypt, mir im nächsten Jahr ein paar Hawks-Spiele mehr reinzuziehen. So, und damit kommen wir jetzt auch zu meinem nächsten Pick. Nummer 2, Luka Doncic, der wahrscheinlich meistdekorierteste Spieler des diesjährigen Drafts, Euroleague MVP, Euroleague Champion und Final Four MVP, alles in einem Jahr erreicht und das gerade mal mit 19 Jahren. Unglaublich, was Luka in seinen Jahren im europäischen Basketball schon alles geleistet hat. Wenn man sich dazu die Spielübersicht, die Pässe und die Würfe anguckt, dann kann man gar nicht anders, als ihn für die nächste europäische Hoffnung zu halten. Manu Ginobili retired vielleicht schon dieses Jahr, Dirk Nowitzki hört nächstes Jahr auf, Pau Gasol ist nur noch ein Schatten seiner selbst, wir brauchen einen neuen, dominanten Europäer in der NBA. Für viele soll diese Rolle Luka Doncic von seinen ersten Spielern übernehmen können und genau darauf bin ich unfassbar gespannt. Denn obwohl die Zahlen, Erfolge und Highlights für Luka sprechen, bin ich nach wie vor einer der wenigen, die nicht sofort auf den Hype-Train aufspringen wollen. Dabei bin ich auch total geflasht von Lukas Talent. Dabei denke ich auch, dass er in ein paar Jahren einer der besten Point Guards der NBA sein könnte. Ich kann mir nur einfach nicht vorstellen, dass der Sprung vom europäischen Basketball in die NBA so reibungslos ablaufen wird, wie es sich alle vorstellen.
das amerikanische Basketballsystem, angefangen in der High School über das College bis hin zur NBA, ist einfach grundlegend anders als der europäische Basketball. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass die Euroleague viel schlechter wäre als die NBA. Überhaupt nicht, nur die Spielweise und die Art der Spieler unterscheiden sich halt einfach sehr stark. Luka wird, denke ich, ein paar Monate Eingewöhnungszeit brauchen, um in der NBA klarzukommen. Vielleicht dauert es auch das ganze Rookie-Jahr, vielleicht braucht er sogar 2 bis 3 Jahre, um wirklich anzukommen, um wirklich zu verinnerlichen, wie NBA-Basketball gespielt wird. Zeig mir einen Europäer, der von Tag 1 in der NBA starke Leistungen bringen konnte, dazu auch noch als Point Guard. Aber wie gesagt, ich meine das alles überhaupt nicht als Kritik an Lukas Skills. Sein Körper ist absolut NBA-ready, seine Pässe sind auch in der NBA auf Weltklasse-Niveau. Er hat locker das Potenzial, der mit Abstand beste Spieler dieses Draft-Jahrgangs zu werden. Aber ich glaube einfach nicht, dass er schon im ersten Jahr diesen Abriss veranstalten wird, den viele Fans und Experten prophezeien. Trotzdem freue ich mich natürlich unglaublich darauf, ihn endlich in der NBA spielen zu sehen. Ich will eben genau beobachten, wie er mit dem System zurechtkommt, wo es Probleme geben könnte, wie sich sein Spiel übersetzen lässt. Wirklich, ich freue mich einfach total, den jungen Mann spielen zu sehen. Ich habe weder Dirk, noch Manu, noch Pau, noch sonst einen Europäer von seiner Rookie-Saison an verfolgt. Diese Rolle übernimmt jetzt Doncic bei mir und deshalb bin ich einfach nur hyped as fuck. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Pick auf meiner Liste. Ein Spieler, der einfach nur wegen seines Charakters, seiner Energie und nicht zuletzt auch seines neuen Teams bei mir Must-See-TV sein wird. Nummer 3. Colin Sexton. Eigentlich reicht schon dieser eine Clip, um zu zeigen, warum ich mich auf den Jungen freue. Ich feiere seine Intensität so hart. Außerdem wurde er von den Cavaliers gepickt, die zwar nach den Abgängen von Kyrie und LeBron natürlich an Attraktivität verloren haben, trotzdem aber auch in der nächsten Saison noch oft über meinen Bildschirm flimmern werden. Auf Sexton wurde ich das erste Mal vor 9 Monaten aufmerksam. Damals spielte er noch am College für Alabama. In einem Spiel wurde Alabamas komplette Bank aus der Halle geworfen und das mit 13 Minuten 30 zu spielen. Innerhalb der nächsten Minuten verletzte sich dann noch ein Spieler und ein anderer faulte aus und damit musste Alabama zu dritt weiterspielen. 3 gegen 5 in einem Division 1 College Game habe ich noch nie gesehen und jetzt kommt das Krasseste. Colin Sexton ist einer der 3 Spieler auf dem Feld gewesen, scorte insgesamt 40 Punkte und sorgte fast dafür, dass Alabama das Spiel noch gewinnt. Als ich das gesehen habe, wusste ich schon, okay, der Junge ist nice. Das haben sich dann auch die Cavaliers gedacht und Sexton mit dem 8. Pick verpflichtet. Ich bin immer ein Fan von Spielern, die einfach mit einer krasseren Intensität aufs Feld gehen als der Rest der NBA. Sexton ist genau so ein Typ und deshalb freue ich mich total drauf, ihm zuzuschauen und zu beobachten, zu was für einem Spieler er in der NBA heranwachsen kann. Das waren meine 3 Rookies, die mich übertrieben auf die kommende Saison hypen, denn ich kann einfach nicht abwarten, richtige Spiele von diesen Jungs zu sehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welche Rookies ihr euch am meisten freut. Wenn euch der Content hier auf dem Kobe Björn Kanal nicht ausreichen sollte, dann guckt auf jeden Fall auch mal auf Kobe Björn Uncut vorbei. Dort kommen jetzt wieder täglich Videos über die NBA, über 2K, alles was das Ballerherz begehrt. Link ist in der Beschreibung. So, und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram und Kobe Björn Uncut folgen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.